an die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum nächsten Player Review, was ich auch gestern schon angekündigt habe. Heute wollen wir den nächsten Man of the Match testen und auch hier gilt natürlich wieder für euch. Falls du irgendeine Karte getestet haben möchtest aus dem aktuellen Team der Woche, was jetzt bald rauskommen wird, ja, also heute um 16 Uhr oder sonstige Spieler, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Heute geht es um einen Spieler, ich denke ihr wisst es genau, Kylian Mbappé. Ja, 87er Man of the Match hat er bekommen, 310.000 Münzen habe ich bezahlt. 4 Spiele, kein Tor. 2 Torvorlagen hat er gemacht. Ihr wisst es genau, 2 Spieler haben wir auch gestern uns auf Thomas Müller geeinigt, dass wir uns da wirklich mit ihm komplett beschäftigen. Trotzdem muss ich sagen, am Anfang die ersten 4 Spiele Mbappé, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht so mein Spielerstil, bis jetzt noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Ja, aber trotzdem wollen wir heute nochmal testen. Hochmittelarbeitsrate, ne? Rechts ist ein starker Fuß, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegungen, 94 Tempo, den 87er Schusswert, 85 Passen, 91 Dribbling, 79er Physis. Das sieht richtig knackig eigentlich laut Karte aus. Attribute-Teils, ihr seht es, andere 92 Sprintgeschwindigkeit, 94, wieso man da auf 94 insgesamt kommt, ist mir ein Rätsel. Stellungsspiel 85, Abschluss 94, Schusskraft 85, Fernschüsse leider nur 73, Volleys 80. Wir haben eine Übersicht von 88, Flanken in 80er Wert, ja, kurzer Pass 89. Sehr, sehr stark, auch für den Außenspieler. Ich werde ihn natürlich, wie ihr jetzt auch gestern schon erfahren habt, den ganzen Sturm spielen. Langer Pass 78, F 86, eine Beweglichkeit von 84, Balance 82, Reaktion 85, Ballkontrolle 94, was sehr, sehr geil ist dazu. Ein 93er Dribbling, ein 86er Ruhewert, eine gute Kopfballpräzision von 84, Sprungkraft 75, eine 88er Ausdauer. Heißt, er müsste eigentlich auch 90 Minuten durchhalten, eine Stärke von 79. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Falls ihr noch PSN oder Xbox-Karten braucht, schaut unbedingt bei meinem Sponsor unten in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr bei MMOGA günstige Sachen. Ja, würde mich sehr freuen. Damit unterstützt ihr mich natürlich. Und nicht zu vergessen, möchte ich heute noch ein kleines Giveaway raushauen. Aufgrund des Team of the Season-Hypes werde ich heute auf Instagram 50 Euro PSN oder Xbox-Karten verlosen. Ihr habt die Möglichkeit, was ihr dafür tun müsst. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Folgt mir definitiv auf Instagram und auf YouTube. Und schreibt unten in die Kommentare bei Instagram auf jeden Fall eure Konsole. Ja, eure Konsole und euren Tipp, wer könnte Weltmeister werden. Ich werde das ganze Bild jetzt mittlerweile schon gepostet haben, gestern Abend. Und damit ja, hoffe ich natürlich, dass ihr ein paar Team of the Seasons packen könnt. Ja, einer von euch gewinnt die ganze Sache. Jetzt starten wir aber erstmal rein. Ihr kennt das Team. Wir gehen rein in mit dem Rainbow-Team von gestern mit Lloris, Meunier, Blanc, Naldo und Rafinha, Tolisso, Draxler und Pastore, Mbappé, Müller und Franck Ribéry. Wir starten rein ins erste Spiel. Ich bin heiß drauf. Abfahrt ist angesagt. Erster Gegner wurde gefunden. Er kommt mit folgendem Team an. Ein richtig schönes Team. 94er Neymar in Form dabei. Dazu Dembélé. Ja, den Stürmer kenne ich gerade nicht. Rabiot, Sanson, Paulinho, Roussillon. Wir haben rechts Semedo, Bonera, Perrin. Und ja, der linke Innenverteidiger ist ein bisschen überfragt. Ja, wie der Name davon heißt. Ja, jetzt wollen wir aber starten. Wir starten natürlich rein im 4-3-1-2 mit Mbappé und Müller im Sturm. ZOM Ribéry, let's go. Frag mich nicht, was das sollte, Jungs. Auf geht's. Erster Gegner wurde gefunden, nachdem der allererste, den wir gefunden haben, einfach nach einer Minute gequittet ist. Gegner sieht folgendermaßen aus. Schöne Food Birthday, Goretzka PDG, Vendellas SBC-Karte dazu noch. Ja, nicht ganz so schlechtes OP-Team. Ja, viel Tempo ist auf jeden Fall mit dabei. Wir wollen trotzdem das Ding gewinnen. Let's go Mbappé. Wir starten natürlich rein in der Aufstellung. 4-3-1-2 mit Mbappé als Stürmer. Neben Müller dahinter, Ribéry. Wir wollen das Ding gewinnen. Abfahrt. Das ist direkt mal Mbappé. Erste Minute, erster Torschuss. Leider kein Tor. Jungs, das spielt unser Gegner gut. 10. Spielminute 1-0 durch Food Birthday Schürrle. Ich weiß auch nicht, wir kommen gerade nicht so wirklich rein ins Spiel. Ja, aber 10. Minute, das Spiel ist noch jung. Wir wollen nochmal alles geben. Es leckt wie die Hölle. Leider, leider Gottes. Hashtag Ostdeutsche Leitung ist da. Egal, wir machen weiter. Gute Balleroberung von Meunier. Mbappé sieht Ribéry.
Oh, glücklich, dass wir hier wieder einen Ballbesitz bekommen. Mbappé bleibt am Ball. Mbappé mit links. Und auch der Schuss wird abgeblockt. Gut gemacht. Thomas Müller, ruhig. Wir haben die Zeit. Ribéry. Müller. Wird gefoult. Das gibt den ersten Strafstoß in diesem Spiel. 22. Spielminute. Ich nehme übrigens das ganze Spiel auch Gameplay mit meinem Handy-Internet auf. Also an meinem Internet kann es nicht liegen. Ja, das ist hier so leck. Deswegen macht direkt mal Mbappé jetzt hier das 1-1. So sieht das aus. 22. Spielminute. Wir können zufrieden sein, zumindest jetzt nach dem Spielverlauf. Und wollen das Ding natürlich auch gewinnen. Komm, Mbappé jetzt mal auf dem Weg nach vorne. Mbappé macht das gut, setzt sich am ersten gut durch. Zweiter, kein Problem. Jetzt müssen wir einen Pass spielen. Dann kriegst du ihn direkt wieder. Mbappé ist durch und jetzt macht er ihn. 44. Spielminute, lange hat es gedauert, bis wir hier den Führungstreffer erzielen. Jetzt ist es soweit, Mbappé, wunderschöner Doppelpass mit Thomas Müller. Und dann fackelt er nicht lange, ja. 44. Minute, wunderschöner Low-Driven-Shot hier ins rechte Eck. Auch ein bisschen glücklich, dass wir da durchkommen. Und dann lässt er sich's nicht nehmen. Jetzt vielleicht mal Mbappé. Mbappé zieht an, macht das gut. Hacke zu Hacke mit dem linken Fuß abgeschlossen. Aber auch das ist nicht wirklich gut gemacht von ihm. Thomas Müller ist durch. Thomas Müller mit der Ballrolle. Und im 3-1, Jungs. Thomas Müller, Kontermöglichkeit richtig gut ausgenutzt. Ich habe eigentlich gehofft, dass Mbappé mitläuft, aber der hatte anscheinend nicht ganz so viel Bock. Ribéry wäre als einziges noch da gewesen, aber Thomas Müller macht das super. Da perfekt die Ballrolle vorbeigelegt und dann hatte er natürlich leichtes Spiel, um das Ding reinzumachen. Und damit führen wir hier mit 2 Toren Unterschied. Die ganz schnell wieder weggemacht werden. 1 Tor Unterschied, 84. Spielminute, Anschluss, Bug ist da. Okay, können wir nichts dafür. Ja, müssen wir weitermachen. Ja, jetzt setzt er sich mal durch, Kylian Mbappé. Immer noch Mbappé, der hakt hier wunderschön ein. Mbappé und Vogt, so kommt er doch niemals mit seinen Beinen. Keine Ahnung, aber er kann ihn abwehren. Können wir nochmal hier die nächsten Punkte setzen. Zwecks gutes Review für Kylian Mbappé. Nein, noch nicht, bis jetzt zumindest. Er setzt sich gegen Vogt durch, macht das gut. Mbappé schließt ab. Und den Longshot hat er drauf. 88. Spielminute, Hattrick durch den Spieler, den wir heute testen wollen. Kylian Mbappé macht das richtig gut. Perfekter Trackback, einmal mitgenommen, abgeschlossen in den Winkel. Und damit steht es 4-2. Können wir uns nochmal in der Wiederholung angucken. Wunderschön gemacht. Zweimal den Ball berührt noch schnell. Und dann ist er eiskalt vor dem Tor. Ja, drin ist das Ding. Gut erobert von Franck. Ribéry, Draxler. Mbappé, nochmal Draxler. Come on, jetzt machen wir es schnell. Thomas Müller läuft, aber er ist halt einfach zu langsam. Und damit war es das dann auch von dem Spiel. Wir gewinnen das erste in der katastrophalen Internetleitung mit 4-2. Kylian Mbappé mit 3 Toren. Können wir zufrieden sein, aber irgendwie bin ich es dann doch nicht. Keine Ahnung. Wir machen weiter einfach mit Spiel Nummer 2. Ja, Jungs, Team habt ihr gerade gesehen. Ich habe gerade irgendwas hier durchgelesen. Dabei wurde das zweite gegnerische Team angezeigt. Ihr habt es, denke ich, mal gesehen. Meine Kamera muckt gerade ein bisschen rum. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Wenn nicht, ja, dann eben nicht. Ja. Wir starten aber jetzt rein ins Spiel. Let's go. Ich merke gerade, wir spielen sogar gegen 2 Spieler. Okay. Dann spielen wir halt gegen 2. Spielen wir halt gegen 2 und setzen uns direkt mal mit Mbappé hier durch. Mbappé-Abschluss nicht drin. Schicki-Flanke kommt gut. Draxler bekommt ihn nochmal. Abschluss gesucht, nicht drin. Ha, Tohuwabohu da im Strafraum. Mbappé ist durch, 1-0. 11. Spielminute, Führungstreffer durch Kylian Mbappé, 4. Tor im 2. Spiel, bin ich zufrieden.
Tolisso wieder auf Mbappé, der ist durch, glücklich und 2-0, 17. Tolisso macht's und das ist, so wie es aussieht, sogar der schon der Rage Quit. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt rausgehen werden. Werden sie machen und damit gewinnen wir auch das zweite Spiel mit 2-0. Ist okay, ich denke, wir können zum Fazit kommen. Ich habe mir meine Meinung gebildet und damit gehen wir jetzt direkt mal in die Mannschaft über. So Jungs, 7 Spiele sind mit der kompletten Mannschaft gespielt. Insgesamt muss man wirklich sagen, diese Mannschaft ist ein Fun-Team. Ja, eindeutig ist das ein Fun-Team. Warum, wieso, weshalb? Das Mittelfeld ist einfach viel zu offensiv. Wir haben keinen richtigen Abräumer hier mit dabei. Trotzdem, wir wollen erstmal zu Kylian Mbappé kommen. 7 Spiele mittlerweile, weil wir ja 2 gemacht haben gerade eben. Ein Spiel gerade in der Aufnahme bei 0 Minuten einfach gequittet, plus die 4 Spiele, die wir davor hatten. Heißt 6 Spiele, 4 Tore, 2 Torvorlagen, sehr, sehr geil. Man muss trotzdem dazu sagen, dass es vielleicht nicht wirklich mein Spielertyp ist. Ja, Schnelligkeit, Weltklasse, Abschluss ist richtig gut, Dribbling ist stark, aber irgendwie komme ich mit ihm noch nicht so wirklich klar. Ich denke, da braucht man auf jeden Fall auch ein paar mehr Spiele. Ich möchte euch immer wieder nur, wenn ich diese Spiele euch vorstelle, den ersten Eindruck vermitteln. Ich denke, dass da viele von euch wirklich sagen, man sollte ihn wirklich testen, um wirklich zu sagen, das ist genau mein Spielertyp. Wenn ihr jetzt mit Mbappé spielt, schon länger, dann ist es genau euer Spielertyp, weil dann rasiert der Typ vielleicht noch ein Stück weit mehr als der 86er Team of the Knockout Stage, wenn das nicht die letzte Special Card von ihm war. Auf jeden Fall, sonst kann man echt nur Positives sagen. Ich weiß nicht, warum ich selber persönlich nicht so gut mit ihm klargekommen bin. Ich meine, er hat trotzdem jetzt in der Aufnahme 4 Tore gemacht. Das ist echt nicht schlecht. Und davor haben wir uns 2 Spiele lang mit Thomas Müller nur beschäftigt. Deswegen geht das auf jeden Fall klar. Insgesamt zu der Mannschaft muss man sagen, Ribéry würde ich auch nicht unbedingt spielen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Tolisso war gut. Pastore, Draxler kaum aufgefallen. Meunier sehr, sehr stark. Genauso wie Plonk. Naldo, ja, so 50-50. Keine Ahnung, ich komme da nicht mit seiner Größe und seinem Spielstil klar. Rafinha, absolute Katastrophe. Finde ich persönlich nicht stark. Und am meisten hat mich eigentlich überrascht Lloris. Ja, der war richtig, richtig gut. Ja, also muss man wirklich sagen, Mbappé mit vielleicht auch Lloris, der zweitbeste Spieler hier im Team, mit Müller vielleicht noch zusammen. Trotzdem würde ich sagen, wenn du mit Mbappé klarkommst, dann spiel ihn. Wenn du nicht mit ihm klarkommst, mit so einem Spielertyp, dann spiel ihn nicht. Weil ich bin persönlich nicht ganz so optimal mit ihm klargekommen. Trotzdem bin ich zufrieden mit seiner Leistung. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut bei Twitch vorbei, schaut bei MMOGR vorbei. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.